Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und ich möchte euch heute unser Schautenparadies zeigen. Ich möchte gerne beim Eingang starten, weil ich finde, zum Frühling gehören nicht nur immer schöne Frühlingsblüher, sondern auch tolle Frühlingssträucher. Ich habe hier wunderschöne Zierkirschen und ich habe hier einen ganz tollen Serviettenbaum. Das wäre auch noch was für mich. Und diese gelben Töpfe, also den möchte ich auch gerne bei uns vorne im Eingang haben. Ich bin mittlerweile der größte Kunde hier. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mit, um euch ein bisschen Frühlingsgefühle herbeizuzaubern. Und zu Frühling gehören für mich immer schöne Äste. Hier habe ich tolle Forsythien, die man schön in einer Bodenvase stellen kann. Hier habt ihr einmal mein Do-It-Yourself und ich möchte euch einfach zeigen, wie die Puttlauches oder eigentlich diese Osterglocken sonst aussehen. Und man kann die ganz, ganz toll gestalten. Und meine Eltern sind ja vor über 40 Jahren gestartet mit Schnittblumen auf dem Markt. Deswegen haben wir immer diese Marktidee mit toller Buntware, mit frischen Tulpen, Anemonen. Und mein Steckenpferd sind immer die Blumensträuße. Momentan bin ich eher so sehr farbenfroh unterwegs, finde ich sehr schön mit diesen gefärbten Kraspedien, Lefkoien, Weidekätzchen. Und man kann so auch mal die Gerbera ganz anders in Szene setzen. Ich habe selber auch mal so ein Sträußchen mitgenommen und die halten wirklich 10 bis 14 Tage. Dann haben wir immer schöne Tulpensträuße. Hier hinten haben wir tolle Türkränze. Also wir sind jetzt nicht nur ein 0815 Gartencenter, würde ich jetzt behaupten, sondern wir haben ganz viele tolle Floristen auch eingestellt, dass man floristisch auch richtig was zeigen kann. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mal mit. Wir nennen es immer das kalte Gewächshaus. Also hier findet man alles, was man auch draußen stehen kann. Und immer schöne Pflanzschalen haben wir fertig gemacht. Sowas ist auch eine tolle Geschenkidee, weil man das später auch noch schön mit einer Kerze fertig machen kann. Ein paar Steckzwiebeln da dran. Oder hier habe ich auch ganz tolle Holzkübel, die sind gerade in Zweier- oder Dreiergruppen richtig schön mit einem kleinen Goldhasen, der da so ein bisschen reinspringt. Und ich finde wirklich, für jeden ist was dabei. Hier habt ihr meinen XXL-Korb mit den goldenen Eiern, so eine schöne Sitzecke mit solchen tollen individuellen Tabletts. Also wir haben ganz tollen Lieferanten, der so recycelte Sachen fertig macht. Ja, das finde ich auch ganz toll. Das ist halt so monogen gepflanzt, also einfach nur eine Sorte. Und sowas gefällt mir natürlich auch. Und uns ist es wichtig, wirklich für jede Preiskategorie was zu haben. Hier haben wir jetzt kleine Türkränze fertig. Es müssen ja nicht immer die großen sein. Und von Stauden bis wirklich Frühlingsblühern alles dabei. Das sind zum Beispiel jetzt Stielprimeln, die winterhart sind. Die habe ich bei mir vorne auch im Kübel reingesetzt. Ich höre wirklich raus, dass ich gerade der größte Kunde bin. Aber die tun es wunderbar und die haben auch diesen starken Frost ganz, ganz toll überwunden. Bevor wir jetzt auf die Zwiebelgewächse gehen, wir sind wirklich jeden Tag mit allen Leuten hier am Gange und haben jetzt auch draußen soweit vorbereitet. Es ist sehr stürmisch gewesen. Ich hoffe, dass alle Pflanzen es überlebt haben. Und dann haben wir immer ganz tolle Stauden von einem Premium-Gärtner. Also auch ganz klasse. Sieht zwar alles noch ganz grün aus, aber im Garten wird das dann entfachen und dann blühen. Und wir sind jetzt gerade dabei, unsere neue Keramik auszupacken. Also es wird nicht nur im Haus bunt, sondern man kann das auch im Garten ganz, ganz klasse gestalten. Aber ich finde diesen Stil auch einfach wunderschön. Die sind so ein bisschen meliert und die gibt es in Schwarz oder in so einem Braunton. Und da einfach einen tollen Thymian oder einen Oleander im Sommer rein. Da freue ich mich schon richtig drauf, um die zu präsentieren. Obwohl der Frühling ja so eine schöne Zeit ist. Aber freue ich mich auch schon auf den Sommer, um einfach all die Sachen zu zeigen. Ja, hier haben wir unsere Ladies, unsere wunderschönen Frauenbeine hier. Und die finde ich einfach sehr, sehr witzig, wenn die immer zwischendurch da mal so rausscheinen.
Wir müssen ja auch was zu lachen haben, ne? Da ist wohl eine Frau einfach mit einem besoffenen Kopf im Beet gefallen. So, hier haben wir einmal unsere Frühlingsblüher. Da möchte ich einfach auch mal zeigen. Da haben wir natürlich auch in jeder Preisklasse was. Aber schaut mal, wie dick diese Zwiebeln sind. Das sind Osterglocken. Die wären 30, 40 Zentimeter hoch. Und da gibt es wirklich Qualitätsunterschiede. Und ich bin total stolz, dass wir so viel Premium-Qualität auch haben, was Blumen und Pflanzen angeht. Und jetzt möchte ich euch einfach mal mitnehmen. Ach ja, ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch schon die ersten Zwiebeln kaufen könnt. Ihr könnt noch ein bisschen warten mit den Pflanzen. Immer tolle Deko-Sachen wie jetzt zum hier im Norden, Moin Moin oder Lieblingsplatz. Aber dies hier, ja, dann... Man holt sich dies Jahr einfach den Urlaub nach Hause, weil wir wahrscheinlich ja nicht verreisen können. Ob mit einem kleinen Olivenbaum auf der Terrasse oder diese Zitrusbäume. Aber man kann auch klein starten und einfach schöne Kräuter, toskanische Kräuter mit integrieren, wie dieser tolle Thymian. Ich habe da Salbei, Zitronenmelisse und ich finde einfach dieser Duft, ich kann mir einfach manchmal hier rüber streichen. Und dann habe ich Hunger. Genau, dann wird ein großes Thema auf jeden Fall auch wirklich Hochbeete, allgemein für Balkone, für kleinere Gärten, dass man sich selber mal Gemüse anlegt. Da habe ich noch eine ganz coole Aktion, die werde ich euch diesen Sommer noch zeigen. Und man kann Frühling auch ganz toll kombinieren mit Kräutern. Ich mag das ja sowieso sehr, sehr gerne. Ja, unsere Holz. Hühner, also ich glaube wirklich, dass für jeden was dabei ist. Und jetzt frage ich euch, was ist das für ein Tier? Ich dachte, dies hier sind Outdoor-Kissen, dass dies auf jeden Fall der Karl Lagerfeld-Hase ist. Aber den konnte ich nicht auf dem Lieferschein finden. Es stellte sich heraus, dass das ein Känguru ist. So könnt ihr mal sehen, so interpretiert man alles auf jeden Fall anders. Hier haben wir auch viel für den Garten, natürlich für unsere Vögelchen ganz viel da, dann für die Gartenliebhaber haben wir ganz tolles Gartenwerkzeug dieses Jahr, tolle Schürzen, Outdoor, wie nennt sich das, Uhren, also wirklich, was das Gartenherz braucht. Und jetzt kommt man natürlich in meiner Lieblingsecke, das ist der Indoor-Bereich, hier zeigen wir schöne Deko-Ideen, wie man einfach im Haus dekorieren kann. Ja, Körbe ist und bleibt ein Thema und dass Korb nicht gleich Korb ist, der ist auch wirklich wunderschön mit diesem Grün. Und dann ist diese tolle, feinblättrige Monstera da drin. Und ja, wir haben ganz tolle Grünpflanzen. Strelitzien feiern gerade so ihr Comeback. Und die gibt es in XXL, in klein, in groß. Und man kombiniert das einfach sehr gerne mit Korb und mit Natur. Und ihr seht jetzt zum Beispiel diese Bananenblätter, diese Sisalblätter. Eigentlich ist das alles ein bisschen mehr Sommer, aber wir sind schon angefangen, um es einfach zu präsentieren. Ich finde sowas auch toll, das kann man auch einfach auf den Tisch hängen oder einfach mal ein, zwei Stück auf der Terrasse hinhängen, um so ein bisschen Bali-Feeling nach Hause zu holen. Und auch die Körbe. Ich habe mir jetzt selber dieses Tablett bei mir zu Hause im Badezimmer eindekoriert mit ein bisschen Seife und einer schönen grünen Pflanze, aber man kann natürlich auch so einen tollen Korb auf jeden Fall nehmen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal weiter zu unserer Osterecke. Ich möchte euch allgemeine Trends zeigen, jetzt nicht nur zu Ostern, sondern eigentlich für den Frühling und für den Sommer. Genau, hier haben wir unsere Frühlingsecke, hier haben wir einmal unsere etwas modernere gestaltete Ecke, so ein bisschen in Creme, Weiß, Silber. Hier haben wir auch ein ganz tolles Gesteck. Ihr seht die Kombination trocken mit dem frischen Heidelbeerkraut, mit den Steckzwiebeln. Das finde ich ein ganz, ganz tolles Arrangement. Und das hält einfach, weil es natürlich die Kombination ist, Kunst mit frisch. Und hier haben wir auch mal einmal was Schönes mit Tulpen fertig gemacht. Finde ich auch toll. Sehr jung mit ein bisschen Pampasgras, mit diesen Federn. Also ich finde diese Kombination sehr geschmackvoll.
Und hier arbeiten wir auch wieder mit frisch und mit künstlich. Also auch hier wieder das frische Olivengrün und Eukalyptus mit diesen künstlichen Perlhyazinthen, Ranunkeln, also Farn ist jetzt zum Beispiel auch künstlich. Man kann das wunderbar miteinander kombinieren und das Auge damit täuschen. Und das ist einfach das Tolle daran. Ja, hier haben wir einen ganz tollen Schrank mit vielen Lampen, also diese dicken Lampen, das ist eigentlich immer schon gewesen. Diesen Sommer kommen noch tolle, dicke Krüge dazu. Und so kann man ein tolles Stillleben für Sideboard gestalten. Das ist natürlich jetzt ganz groß. Da habe ich noch mal tolle Türkränze, also diese Naturringe, die ziehen sich auch durch im Sommer und im Winter. Einfach dieses Naturholz, diese Naturholzschalen. Hier habe ich auch noch ein paar Gestecke und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt mächtig stolz auf mein Mädchen, was die alles geschafft haben in den letzten Tagen, weil wir hingen so ein bisschen, hinkten wir hinterher, weil wir sehr viel zu tun hatten. Ja, hier auch ein ganz, ganz toller Blumenstrauß, ganz toll gebunden. Auch diese Form finde ich auch sehr schön. Und zum Beispiel solche Holzschalen, sowas kommt einfach ganz viel. Auch zum Sommer kann ich mir das klasse vorstellen. Auch wieder mit ein bisschen Vogelsand, mit ein paar Windlichtern rein. Also da werden auf jeden Fall schöne Gestaltungsmöglichkeiten kommen. Ich würde sagen, wir gehen mal einmal um diesen Weg. Wir haben natürlich immer fertige Pflanzschalen. Dann haben wir diese wunderschönen Sibidiums bekommen. Das ist eine Kaltorchidee, ideal fürs Schlafzimmer. Mal gucken, ob ich mir da auch noch mal eine von anschaffe. Einen tollen gedeckten Tisch, aber diesmal ein bisschen mehr in Grau. Leinen, Natur mit Gelb kombiniert, ähnelt so ein bisschen wie unser letztes Video, auch von den Farben her. Und hier wollen wir das ganz kunterbunt gestalten. Wir kriegen tolle Zitronenvasen, Erdbeervasen, also alles so ein bisschen bunter. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal so ein bisschen zu dem Dschungel-Area, also wirklich exotische Tiere, ob es jetzt Affen sind, ob es Löwen sind, Gorillas, das ist auf jeden Fall am Kommen in Kombination mit Gold. Ich hoffe, es ist nicht zu eng. Naja, hier und da darf natürlich auch mal ein Häschen dabei sein, aber einfach die Kombination Gold oder Gold kommt einfach ganz, ganz stark und bleibt, aber man hat auch diese Smoky, diese wunderschönen hohen Vasen, die so ein bisschen, ja, die kann man natürlich als Bodenvase nehmen, aber ich finde auch mal so zwei, drei Vasen auf dem Tischende auch sehr, sehr schön. Ja, und weil wir natürlich auch ein Gartencenter haben, haben wir jede Menge Grünpflanzen, ganz tolle Farnsorten und die sind auch super pflegeleicht und tun es auch ganz toll. Viele trauen sich nicht, weil die meinen, die krümeln immer ab, aber einfach nur einmal die Woche tauchen, funktioniert hundertprozentig, auch bei mir zu Hause. Ja, Trockenblumen bleiben auf jeden Fall, das zieht sich weiterhin durch, das ist einfach jung, die Leute mögen das sehr gerne. Man kann das natürlich auch farblich ganz frisch gestalten. Hier ist das so ein bisschen mit Pink, finde ich jetzt so ein bisschen minimalistischer. Mag ich auch sehr gerne. Es werden vorne gerade schon die Schnittblumen aufgebaut, aber ich möchte euch gerne noch mal einmal was zeigen und zum Abschluss kommen. Genau, hier die Mitarbeiter sind auch schon alle fleißig. Hier haben wir zum Beispiel diese wunderschönen Hyazinthenvasen und dann einfach in Kombination mit den Hyazinthenvasen. So als Tablettarrangement finde ich natürlich immer sehr schön. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, so ein bisschen Einblick zu bekommen, wie unser Gartencenter momentan aussieht. Ihr seid natürlich alle herzlich, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch. Euch wünsche ich allen einen schönen Sonntag und bis bald. Ciao! I'm gonna tell you that I love you. 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama.
Wenn ihr mir nicht beim Arbeiten zuschauen wollt, sondern coole Do-It-Yourselfs,
Klickt einfach hier unten und wenn ihr noch kein Abo habt, euer Herz aber für Blumen und Pflanzen schlägt, dann seid ihr richtig bei meinem Channel. Klickt einfach hier oben zum Abonnieren.